Hallo, das ist Verstand Peter 2110. Moin, Wolle. Na, Zettel fertig? Moin, natürlich. Komm rein. Ich finde es ja schön, dass wir uns jetzt so oft sehen. Mhm. Und der fesche Bayer, der hat vergessen zu bestellen. Wo ist er? Der fesche Bayer war dreimal verheiratet und er hasst Fisch. Ah. Kästchen Kaffee. Gerne. So, ihr zwei. Viel Spaß bei der Spielgruppe. Und es gibt keine Probleme, wenn ich dort auftauchen will. Ich kann dir die Anmeldung mitgeben. Was ist denn hier? Peter ist schon längst auf dem Trainingsparcours. Ich dachte, wir treffen uns hier. Sieh zu, komm in die Plünnen. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Ich finde, wir sollten mal wieder einen Ausflug machen mit dem Chor, so wie letztes Jahr. Krabben. Krabben? Vielleicht mag er wenigstens Krabben. Oder nein, ich habe was viel Besseres. Das mag er bestimmt. Tschüss, mein Süßer, bis später. Nein, Entschuldigung. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Herr Leitl, schon da? Spät, oder? Wenn ich jetzt kein Fahrtraining hätte, hätte ich heute meinen freien Tag. Freier Tag, das ist das Einzige, was Spaß macht. Ist okay. Wolle, wir brauchen dringend einen RTW zum Übungsplatz. Ist alles okay bei euch, Franzi? Du klingst so aufgeregt. Peter hat was abgekriegt. Sieht nach einer Verletzten aus. Jo, ist verstanden. Jo, bitte RTW und Notarzt zur Van der Smissenstraße. Verkehrsunfall, eine verletzte Person. Komm, mit anfassen. Auf drei, eins, zwei, drei, hopp. Langsam, langsam. So. Atmet nicht. Auf der. Okay. Jetzt. Ja, fein. Weiter atmen. Hey. Komm, Frau, weiter. Atme weiter. Da geht's her! Raus, komm's raus! Auf geht's! Los! Gut gemacht, Franzi, danke. Okay, Schnappatmung, wir intubieren und wir brauchen Supra. Und heute noch. Geht schon, ja? Gut. Sie? Im Moment beatmen wir sie, aber sie ist ziemlich unstabil. Hoch. Warte mal, Hase, nehmen wir Taschen mit. Lisa Grossmann. Was hast du da gemacht? Alles nix. Wir fahren mal ins EKH, das sollen die sich ansehen. Wir gehen dem schmarrn. Fein hin. Ja. Ja, sehe ich. Drei. Danke. Sag mal, spinnt der? Ja, dem haben sie aber voll ins Hirn reingeschissen. Unglaublich. Keine Gnade, sag ich nur. Oh, gut, dass Sie kommen. Ich habe mich total verfahren. Ich bin fremd in dieser Stadt. Das ist eine Einbahnstraße. Oh, eine Einbahnstraße. Mhm. Oh Gott, was mir hätte passieren können. Gottes Wege sind wirklich wundersam. Aber er hat mir Sie geschickt. Sie sind mein Schutzengel. Schutzmann. Wo wollen Sie denn hin? Ich möchte unbedingt in die Klosterallee. Da ist nämlich ein Kaffee, das heißt TH2, aber ich... Dann müssen Sie einmal wenden und dann gleich links fahren. Wenden? Könnte ich hier auch rückwärts fahren? Nein, nein, nichts rückwärts fahren. Schön wenden, also reversieren und dann vorne raus. Ach, Gott schütze Sie beide. Aber Sie sollten sich das unbedingt mal anschauen lassen. Das sieht gar nicht gut aus. Ach so. Tja, wie war das? Keine Gnade? Ja. Ja.
21-jährige Patientin, Schädelhirntrauma, zweiten bis dritten Grades, Thorax geprellt, Becken stabil, Extremitäten wahrscheinlich nur Prellung. Sie ist gegen Laternenfall gefahren, war nicht angeschnallt. War sie ansprechbar? Nee, wir mussten sie reanimieren. Alkohol, Drogen? Könnte sein, habe aber nichts gerochen. Gut, wir machen einen Sono, Notfallkonserven, bereite ein CCT und sag im OP Bescheid. Sie bluten ja. Ja, können Sie da vielleicht was machen? Keine Angst, es findet sich auch noch eine andere Dame, die gut mit Nadel und Faden umgehen kann. Was? Nähen? Na. Franzi, wir gehen. Hier geht's lang. Oh. Soll ich mitkommen? Feder 21 für Feder 21. 21.1 hört. Die Angehörigen des Unfallopfers von der Van der Smissenstraße müssen informiert werden. Könnt ihr das übernehmen? Ihr seid da ganz in der Nähe. Die Apotheke am Großen Neumarkt. Familienname ist Crossmann. Ist verstanden. Ach Wolle, stimmt es, dass Franzi und Peter in diesen Unfall verwickelt waren? Ja, die sind noch im EKH. Oh Gott, ist was Schlimmes? Nee, Peter hat wohl nur einen kleinen Kratzer abgekriegt. Aber es muss abgeklärt werden. Okay. Was ist denn los? Jo. Der versucht aber auch mit allen Mitteln wieder nach Hause zu kommen, ne? Meinst du, bist ja nicht nett genug zu ihm? Na, das passt schon. Ja. Da bitte, das passt schon. Jo, leg's mir mal. Alles klar? Puh, du bist. Du, ich warte schon ewig. Bitte schön. Danke. Heute ist Katastrophentag, sagt Frauke. Mhm. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Hier ist schon wieder mal die Hölle los. Ah, es ist nicht so schlimm. Immerhin hast du einen Kaffee von mir bekommen. Ja, stimmt. Wie geht's denn Lisa Crossmann? Die ist noch im OP. Massive innere Verletzung. Möglicherweise war sie ja schon vorher bewusstlos. Wir haben in ihrem Blut einen hübschen Medikamentencocktail gefunden. Selbstmordversuch. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie Sedanum eingenommen. Was ist das? Das ist ein verschreibungspflichtiges Schlafmittel. Aha. Und was noch? Du sagtest Medikamentencocktail? Den zweiten Wirkstoff müssen wir noch untersuchen. Aber jetzt untersuchen wir erstmal diesen kleinen Fall hier. Na, aber nichts nehmen. Schauen wir mal. Franzi? Ich bleib da. Angst? Na. Melanie, bist du noch dran? Ja. Okay. Ja. Okay. Danke für die Info, Franzi. Ciao. Das Mädchen. Es war möglicherweise ein Selbstmordversuch. Ach du Schande, das ist auch immer hart für die Angehörigen, ne? Ja, ihr Zustand ist kritisch. Ach, hey. Was, ein Unfall? Das verstehe ich nicht. Das muss ein Irrtum sein. Sie ist doch hier in ihrem Zimmer, sie schläft noch. Lisa? Frau Crossmann! Lisa! Frau Crossmann! Lisa? Das kann doch gar nicht sein. Hören Sie, Ihre Tochter ist im Krankenhaus. Sie hatte einen Autounfall. Wie schlimm ist es? Sie wird gerade operiert. Wie konnte das passieren? Sie hat die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, weil sie wohl kurzzeitig bewusstlos war. Sie hat ein starkes Schlafmittel genommen, Sedanum. Und dann wurde noch ein Wirkstoff in ihrem Blut gefunden, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Sie hat noch was genommen. Könnte es sein, dass Ihre Tochter sich was antun wollte? Nein, was reden Sie da? Nein. Aber sie hat Zugang zu den Arzneischränken in der Apotheke. Ja, natürlich. Sie studiert Pharmazie und hilft mir gelegentlich. Sie würde sowas nie tun, das weiß ich. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss sofort suchen. Die war sich sehr sicher, dass ihre Tochter noch im Haus ist, oder? Ah, ist komisch. Zumal sie ja gar nichts mitkriegt, wenn sie im Laden arbeitet. Vielleicht schläft sie ja immer so lange. Mein Bruder geht auch nie vor 12 in die Uni. Glaubst du also nicht, dass die Crossmann was über die Medikamente weiß, die ihre Tochter genommen hat? Mütter wissen häufig nicht, was ihre Töchter so treiben. Ach ja? Wie war denn das bei deiner Mutter? Jetzt bist du mir ein bisschen zu neugierig. Entschuldige mal, wir sind Partner, wir müssen übereinander Bescheid wissen. Okay. Eines verrate ich dir. Das mit den Fotos hat meine Mutter nie rausbekommen. Fotos? Warte mal, was für Fotos? Aktfotos? Muss Franzi anrufen. Melanie, erst neugierig machen und dann nicht erzählen, geht gar nicht. Franzi,
Hör zu. Ja, wir waren bei der Grossmann jetzt und, ja? Okay. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Ja, bis dann. Tschüss. Na, fertig? Na, naja, sie fährt auch zu den Kunden. Sag mal, schaut das irgendwie blöd aus? Nein, es gibt Schlimmeres. Ja, Fahrtraining, oder? Ja, da sind wir heute Gott sei Dank drum rumgekommen. Weil du einen Schutzengel gespürt hast. Na, jetzt einmal ganz im Ernst, also ich bin froh, dass du da warst. Habe ich sehr gern gemacht. Frau Knappe, Sie könnten dann jetzt bitte mitkommen? Ja. Eigentlich wollte ich heute mit Emma zur Spielgruppe. Jetzt ist Olga mit ihr da. Alle schönen Sachen macht sie nur noch mit ihrem Kindermädchen. Willst du lieber daheim bleiben? Nee, Quatsch, bloß nicht. Sei doch froh, dass du Kindermädel hast. Ja, sollte ich wohl, oder? Ja. Hier, Ihr D-Bericht, war schließlich ein Arbeitsunfall. Das kann man so sagen, ja. Ach, übrigens, die Blutergebnisse von Lisa Crossmann sind da. Da stimmt was nicht. Kommt mal mit. Hier, schaut euch das an. Ist doch rätselhaft. Alle Tests sind negativ. Was heißt das? Das heißt, in ihrem Blut ist außerdem Sedativum keiner der uns bekannten Wirkstoffe. Aber du hast doch gesagt, sie hat noch was anderes genommen. Ja, etwas, was schnell verstoffwechselt wird und kreislaufwirksam ist. Rhythmusstörungen macht und eine paradoxe Reaktion des Sedativums auslöst. Ja, das heißt, das Mädel war nicht sediert, sondern eher das Gegenteil davon. So ist es. Es ist die Wechselwirkung aus beiden Wirkstoffen. Das führt natürlich zum Kollaps. Mhm. Also keinen Selbstmordversuch. Mhm. Wie geht's dir denn? Die OP hat sie soweit gut überstanden. Schauen wir mal, dass ihr Herz-Kreislauf-System mitspielt. Sag mal, kann das sein, dass sie vielleicht mit Drogen oder Ähnlichem rumexperimentiert? Wie kommst du denn da drauf? Melanie sagt, sie studiert Pharmazie. Und in der Apotheke von der Mutter kommt sie an alles ran. Medikamentenexperimente sind bei Pharmaziestudenten keine Seltenheit. Könnt ihr alles im Internet nachlesen. Mhm. Wahnsinn. Danke. Tschüss. Servus. Servus. Lisas Mutter? Ja. Ich bin Dr. Jonas, die behandelnde Ärztin. Ihr Kollege hat gesagt, die Operation sei gut verlaufen. Ja. Aber wir behalten Sie zur Sicherheit noch eine Weile unter Narkose. Ja, zur Sicherheit. Durch den Medikamentencocktail, den Ihre Tochter genommen hat, ist der Herz-Kreislauf-System noch instabil. Aber das wissen Sie ja. Dann die Operation ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Und deswegen wird sie auch noch künstlich beatmet. Genau. Wir übernehmen eine Zeit für Sie die Atemarbeit, dann kann sich Ihr Körper leichter erholen. Was sie jetzt braucht, ist Ruhe, ist ja klar. Ja. Na dann. Sag mal, habt ihr da gar nichts zum Essen da, ne? Da oben ist noch Knäckebrot. Da kannst du noch einen Keks haben. Knäckebrot, ihr seid alle auf Diät, oder? Schau mal her, da. 3 Kilo habe ich schon weg bei euch. Was ist das denn? Haben wir angeschossen oder was? Ja, ja, so ein Undercover-Einsatz. Was? Interessiert dich sowas? Was, Undercover, erzähl! Ja, ja, also, an sich eine ganz normale Geschichte. Also, das war halt da, ein Steckschuss. Nach 6 Stunden Operation haben sie die Kugel herausgehabt, das war kein Problem. Nee.
Ja doch, 20 Kollegen im Wald, es war dunkler als 2 Uhr nachts. Wir sind schon ewig in dem Wald, haben wir gewartet, weil es eine Drogengeschichte war, weißt. Und ich bin so ganz deppert, so doof hinter dem Baum gestanden und geschaut und geschaut und geschaut. Auf einmal sind sie dahergekommen, gell? Und nach dem anderen haben sie einen Koffer dabei gehabt. Ja. Da war so ein Ticker dabei und dahinter so 2 ganz kleine. Lilliputaner war, glaube ich, auch dabei. Ja. Mit einem Koffer, gell? Dann machen sie ihn auf, Geldkoffer. In dem Moment klappt es hinaus und auf. Bumm, macht's! Haben sie dich angeschossen? Nein, ich hab alle erschossen. Na, Schmarrn! Ich bin vom Traktor gefallen, als kleiner Bub. Da ist das hier. Wir können Mittag machen, die Brötchen sind unterwegs. Man sieht so, kriegst du aber was zu essen, Märchenonkel. Aber bitte kein Fisch. Oh, danke dir, Wolle. Bitte. Hier mit einem extra Gruß von Uschi Jansen. Um Gottes Willen, aber nicht für mich. Ja, ich habe ja gesagt, dass du keinen Fisch machst, aber da hast du dich auch was anderes überlegt. Immer diese extra Würste. Tja, in unserem Intranet finde ich nichts über eine neue Droge. Ja, pfui Teufel. Ey, das ist ja wieder Fisch. Hat's einfach drüber paniert und gemeint, wir merken es nicht. Fisch ist immer scheiße, ja? Mit Panade ist noch schlimmer. So blöde Hühner, so blöde Fisch. Komm mal rüber, das müsst ihr euch mal anschauen. Die Internetforen von den Pharmafreaks haben echt einiges zu bieten. Die schrecken wohl überhaupt nicht zurück. Guck mal, hier schreibt jemand über seine Erfahrungen mit Insektengift. Und das alles Studenten? Ja, Studenten, Akademiker, Ärzte. Manchen geht es sogar um die Erforschung neuer Medikamente. Aber ich sollte eine Sache zu dringend nachgehen. Ja, dann sollte ich vorschlagen, ihr redet mit Lisas Mutter und wir fahren zur Uni. Jo. Hey! Entschuldigung, ich weiß, wir sollten bei der Arbeit nicht stören, aber ich habe den Haustürschlüssel vergessen. Hey. Was ist denn los? Hä? Sie ist müde. Um die Zeit ist sie nie müde. Hallo. Vielleicht durch die Spielgruppe. Wie war's denn? Toll. Es hat mir sehr gefallen. Ich war so süß. Dann sagt er was, das liegt nur an der Uniform. Hunde zum Beispiel, die bellen, wenn sie Uniform sind. Ne? Aber Emma ist doch kein Hund. Ja, aber sie mag es nicht, wenn du eine Uniform an hast. Ja, aber ich hab doch immer eine Uniform an. Ja, mag's aber trotzdem nicht. Moment. Sie unterstellen meiner Tochter, dass sie aus Medikamenten Drogen mischt? Wir müssen dem nachgehen. Es können ja auch noch andere Menschen betroffen sein. Freunde oder Kommilitonen von ihrer Tochter. Vielleicht ging es Lisa gar nicht um Drogen, sondern darum, eine neue Wirkstoffkombination zu finden. Lisa ist zwar idealistisch, aber so weit würde sie nie gehen. Frau Grossmann, dürfen wir mal das Zimmer ihrer Tochter sehen? Für die Ärzte, die ihre Tochter behandeln, wäre es wichtig zu wissen, was sie eingenommen hat. Hm? Ach so, ja. Ja. Kommen Sie. Kölner Dom, oder? Ja, ich habe da studiert. Nix. Gegen Halsschmerzen. Kann ich den Rechner mal anmachen?
Lisa hat dein Passwort, ich kenn's nicht. Eine Lieblingsband oder sowas? Hören Sie, ich respektiere die Privatsphäre meiner Tochter. Und der Computer geht mich nichts an. Was hast du denn da? Das lag hier zwischen den Seiten. Ja, sieht nicht aus wie eine chemische Formel, ne? Also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem Unfall zu tun hat oder mit dem sonderbaren Wirkstoff, den Sie suchen. Sie haben sicher recht. Ist eine Freundin von Lisa? Möglich, ich kenne nicht all Ihre Freundinnen. Sind Sie jetzt fertig? Tut uns leid, Frau Crossmann, aber wir müssen jedem Hinweis nachgehen. Ja, klar. Gut, vielen Dank. Bevor wir einen Wirkstoff am Menschen erproben können, sind zahlreiche präklinische Studien erforderlich. Sie meinen Tierversuche? Tierversuche, Datenanalyse, In-vitro-Diagnostik. Medikamentenentwicklung ist ein langwieriger Prozess. Tja, aber es gibt doch bestimmt Studenten, die da selber ein bisschen umeinander experimentieren. Das streite ich nicht ab, aber Lisa gehört mit Sicherheit nicht dazu. Aha, was ist das da? Das ist eine Blutanalyse. Genau, von Lisa Crossmann. Und da ist was drin, was da nicht reinkehrt. Ja, sicher. Dolozack. Sehen Sie diese Werte? Daran erkenne ich mein Baby. Ihr Baby? Dolozack ist ein Schmerzmittel, das ich entwickelt habe. Es befindet sich noch in der klinischen Testphase. Aha. Also nimmt Lisa Crossmann an einem Medikamentenstudio teil? Richtig. Aber etwas irritiert mich hier. Das Sedativum. Das hätte sie gar nicht einnehmen dürfen. Ich muss sofort mit ihr sprechen. Wo ist sie? Sie ist im Krankenhaus, die ist heute in der Früh kollabiert. Die Teilnehmer der Studie verpflichten sich, keine weiteren Medikamente einzunehmen. Tja, da hat sich die Frau Crossmann nicht dran gehalten. Dolo, zack, was ist das Medikament, ja? Ja, zack, wie zack, bumm. Ist ein neues Medikament, ist noch nicht zugelassen und der Professor, der schickt dann eine E-Mail. Und Frau Dr. Jonas? Ich find's nett, dass wir mal telefoniert haben. Ciao. Ich find's nett, dass wir mal telefoniert haben. Ciao. Ja, entschuldige, das war rein beruflich. Medikamententest. Davon hat sie mir überhaupt nichts erzählt. So was bespricht man doch zu Hause. Ihre Tochter ist erwachsen. Ja, aber sie redet doch sonst auch über alles mit mir. Ihre Freunde, die Uni, wenn sie gerade verliebt ist. Vielleicht dachte sie ja, dass sie die Teilnahme an einem Medikamententest nicht gutheißen würden. Das hätte ich auch nicht. So was ist immer riskant. Riskant ist, dass sie ein Sedativum eingenommen hat. Und was passiert jetzt? Wir müssen abwarten. Sich an die Straßenverkehrsbehörde wenden. Nee, wir stellen keine Halteverbotsschilder auf. Nee, auch keine temporären. Bekomme ich jetzt meinen Finderlohn? Na, das kriegen Sie erst, wenn der Besitzer das Taschel wieder abholt. Ja, wenn der gar nicht kommt. Ja, dann kriegen Sie nichts. Na, dann will ich die Börse wieder haben. Wissen Sie was? Sie gingen am besten heim jetzt. Wieder schauen. Also, hier komme ich nicht mehr her. Sie sollten Ihrer Mahlzeit mehr Zeit widmen. Essen sollte Andacht sein. Oder zumindest Vergnügen. Was darf ich denn für Sie tun? Ich vermisse jemanden, eine junge Frau.
Sie wollte sich heute mit mir treffen. Ja, da ist bestimmt noch was dazwischen gekommen. Es soll einen schweren Unfall gegeben haben in der Nähe des Cafés, wo wir verabredet waren. Da vermuten Sie vielleicht das Schlimmste. Sie heißt Lisa Grossmann. Peter, kommst du mal bitte? Geht um die junge Frau, die heute Morgen ins EKH eingeliefert wurde. Um Gottes Willen, wie geht es ihr denn? Grüß Gott, kommen Sie bitte schön weiter. Gerne. Mein Lieblingspolizist. Nancy? Und meine Lieblingspolizistin. Nimm das Platz, bitte schön. Ach, danke. Aber bei Ihrer Statur, das können Sie viel besser vertragen als ich. Tja, ich war noch auf dem Weg zum Café. Da rief sie mich an, dass es sich verspäten würde. Sie fand keinen Parkplatz. Tja, kurz drauf muss der Unfall passiert sein. Was war denn der Grund für Ihr Treffen? Sie interessierte sich für meine karitative Arbeit. Ich leite Entwicklungshilfeprojekte in Mexiko. Und die Frau Grossmann, die hat Sie da mit engagiert? Nein, nein, sie wollte einen Artikel schreiben für irgendeine Zeitung. Und da ich gerade in Hamburg bin, da bot ich ihr einen Termin für ein Gespräch an. Sie hat sich Ihnen gegenüber als Journalistin ausgegeben, ja? Journalistikstudentin. Wieso ist sie das denn nicht? Nein, sie studiert Pharmazie. Ah, sind Sie sich da so sicher? Mhm. Das ist doch merkwürdig, finden Sie nicht? Also ich meine, wenn sie keinen Artikel über mich schreiben wollte, was will sie denn dann von mir? Sie haben doch gesagt, Sie hatten einen E-Mail-Kontakt zu der Frau Grossmann. War da irgendwas Auffälliges? Nein, gar nichts. Hören Sie mal, hier ist meine Mobiltelefonnummer. Wenn noch irgendwas ist, können Sie mich darüber erreichen. Dankeschön. Ach, übrigens, in welchem Krankenhaus liegt Lisa Grossmann? Ach, das dürfen wir leider nicht sagen, weil Sie sind ja keine Angehörige. Ihr Kollege erwähnte das EKH. Ich denke, die Taxifahrer werden die Bezeichnung kennen. Wolle. Die kenne ich. Woher kenne ich die? Wahrscheinlich von einem früheren Leben als Heilige, ne? Ach, noch so ein Spruch und ich zeig dir die Hölle. Franzi, Nonna dagegen. Wir waren das. Sie kam mir so bekannt vor. Die kommt aus Mexiko. Die ist eigentlich das erste Mal in Hamburg. Ja, doch ein Geist aus seinem früheren Leben. Kaffee? Sehr gern. Also, Schwester Agnes hat sich heute in der Früh mit der Grossmann getroffen, angeblich für Interview. Lisa Grossmann hat sich als Journalistin ausgegeben. Aber warum nimmt sie vor einem Termin Schlaftabletten? Das ist doch was faul, oder nicht? Das hat sie doch nicht selber genommen. Halt, Leute, halt. Das ist alles nur Spekulation. Lisa Grossmann nimmt an einer Medikamentenstudie der Uni teil. Gleichzeitig ein Schlafmittel zu nehmen, ist total fahrlässig. Aber wer sollte dem Mädchen ein Schlafmittel einflößen und warum? Vielleicht sollte das Treffen mit der Nonne verhindert werden. Um zu vereiteln, dass Lisa etwas über Entwicklungshilfe erfährt. Also ich glaube, da steckt das völlig anders dahinter. Lisa hat nichts mit Drogen zu tun, das wissen wir jetzt. Und damit ist unsere Arbeit getan. Alles andere ist Privatsache und geht uns nichts an. Ich weiß es. Ich weiß, woher ich die kenne. Komm. Was? Los, wichtig. Hey. Kaffee? Hast du irgendwas? Emma muss zum Arzt. Ja, fahr doch heim. Olga ist schon mit ihr unterwegs. Ach so, ja. So, super. Ja. Super. Ich möchte gerne zu Lisa Grossmann. Die liegt auf der Intensivstation. Sind Sie eine Angehörige? Nein, das bin ich nicht. Oh, dann wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Jonas. Ja, geradeaus, erste Tür links. Danke. Ohne die Erlaubnis der Mutter kann ich Sie leider nicht reinlassen. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber ich fühle mich schuldig an Lisas Unfall. Was haben Sie denn getan? Sie wollte sich heute früh mit mir treffen. Und wäre sie nicht in ein Auto gestiegen, dann... Ich würde gerne ein Gebet für Sie sprechen. Also gut. Aber es bleibt eine Ausnahme. Danke.
Ich müsste noch mal das Foto sehen, das bei ihrer Tochter auf dem Schreibtisch liegt. Wozu? Wollen Sie gar nicht wissen, was mit Ihrer Tochter passiert ist? Natürlich. Ich frage mich bloß, wie ein Foto dabei helfen soll. Zeigen Sie es uns. Kommen Sie. Das ist sie. Ihre Tochter wollte heute Morgen diese Frau treffen. Eine Nonne. Wollte ein Interview mit ihr führen. Haben Sie eine Ahnung, was es damit auf sich hat? Ich schnüffle meiner Tochter nicht hinterher. Wieso auch? Sie trifft sich mit einer Nonne und spricht über Entwicklungshilfe. Na und? Ich habe Kundschaft. War's das? Dankeschön. Ich hatte nichts von Entwicklungshilfe gesagt, hm? Ja, ist mir auch aufgefallen. Warum hast du nicht nachgehakt? Wir hätten nicht mehr aus der rausbekommen. Sie lügt. Die kennt die Nonne. Wer bist du? So wunderschöne Kirchen. Dachte ich mir, dass du dich für Kultur interessierst. Nein, nicht für Kultur, für Kirchen. Der war ja sogar Ministrant. Als Kind. Wurscht. Auf jeden Fall, unsere Nonne, das ist ein absoluter Star. Ja. Waren wir mit dem Thema nicht durch? Du, die ist mit 19 im Orden beigetreten. Dann ist sie nach Mexiko gegangen, hat sich in den Slums engagiert und mittlerweile ist sogar ein ganzer Stadtteil nach ihr benannt. Nur was ist interessant? Was? Bevor es nach Mexiko gegangen ist, da war sie in Köln, genau wie die Frau Krossmann. Die Krossmann kommt aus Köln? Weil sie in Köln studiert. Das hat sie Mathis erzählt. Und du meinst? Die beiden Frauen kennen sich. Melanie hat gerade ein Foto gefunden in Lisa Krossmanns Sachen von der Nonne. Vielleicht hat die Frau Krossmann ihrer Tochter das Schlafmittel gegeben. Um ein Treffen mit der Nonne zu verhindern? Ja. Sie soll ihre eigene Tochter vergiftet haben. Ja, nicht absichtlich. Auf jeden Fall hat sie nichts von dem Medikamententest gewusst. Bringt die beiden Frauen doch mal zusammen und schaut, was da rauskommt. Ruf Melanie an, sag, sie soll die Krossmann ins EKH bringen. Bitte. Hallo? Ja, Leitl da. Herr Leitl, na, was macht der Kopf noch dran? Er will Sie. Jonas? Also, bevor es Fragen mit meinem Kopf ist, alles okay. Was ganz was anderes. Bei der Lisa Krossmann ist da vielleicht eine Nonne erschienen. Hä? Wo ist denn aufgetaucht? Ja. Ja, die müssen es aufhalten, das ist ganz wichtig. Wie stellen Sie sich das vor? Hm? Ja, lassen Sie ihn aber sein vorhin. Es geht um Leben und Tod. Hallo? Es geht um Leben und Tod. Übertreiben alle Bayern so? Das ist das südliche Temperament. Entschuldigen Sie bitte, ich bin sicherlich schon viel zu lange hier. Bleiben Sie ruhig hier. Ich wollte nur die Krankenakte holen. Wissen Sie, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was dieses Mädchen von mir wollte. Sie wissen nicht, was dieser Krossmann von Ihnen wollte? Ich dachte, es ging um meine Arbeit. Aber das glaube ich nicht mehr. Hören Sie, wenn sie aufwacht, bitte würden Sie sich bei mir melden. Sie können ruhig hier bleiben. Das wird der Patientin bestimmt gut tun. Wirklich. Ist die Nonne noch da? Ja, ja. Entschuldigen Sie. Gehört das dieser Krossmann? Was ist mit meiner Tochter? Warum sollte ich herkommen? Deine Tochter? Regina? Regina? Regina, bleib doch! Regina! Regina! Ach, was ist denn jetzt? Der Fuß? Los. Komm mal hinterher. Nee, hilf mir mal. Wir sagen Jasmin Bescheid. Und Frau Krossmann, kümmern wir uns später. Geht das? Das
Frau Crossmann da? Sie ist nach hinten gelaufen. Sie will niemanden sehen. Frau Crossmann! Machen Sie die Tür auf, bitte! Abgeschlossen. Ja. So, sie tut sich was an. Tür zurück. Warte, warte. Frau Crossmann? Alles in Ordnung? Sie hat all diese Briefe an Lisa geschrieben. Wunderschöne, liebevolle Briefe. Mein geliebter Schatz, mein liebes Kind. Ich vermisse dich so, wie ich noch nie jemanden vermisst habe. Und doch weiß ich, dass es richtig ist, was ich tue. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war gerade 18 Jahre alt. Und ich war mir so sicher, dass ich nur für Gott leben wollte. Und da hatte ich mich verliebt. Kurz und unglücklich. Als ich erfuhr, dass ich schwanger war, brach der Himmel über mir zusammen. Gott wollte doch mich, das spürte ich. Aber du wolltest mich auch. Regina war bei deiner Geburt dabei. Sie hat dich sofort angenommen wie ihr eigenes Kind. Als Regina dann von ihrem Arzt erfahren hatte, dass sie niemals Kinder bekommen könne, da schien mir das die perfekte Lösung zu sein. Regina fingierte eine Schwangerschaft und ich brachte Elisabeth zu Hause zur Welt. Davon hatte keiner was gemerkt. Und dann sind sie dem Orden beigetreten. Ich wusste doch, Elisabeth wäre Regina gut aufgehoben und außerdem konnte ich sie jederzeit besuchen. Und wieso haben Sie dann den Kontakt abgebrochen? Das habe ich doch gar nicht. Aber Regina war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Sie reagierte einfach nicht mehr auf meine Briefe und auf meine Anrufe. Mein geliebter Schatz, ich weiß, eines Tages werden wir über all das reden. Regina wird dir die Briefe geben, wenn sie den Zeitpunkt für gekommen hält. Ich habe ihr die Briefe nie gezeigt. Haben Sie Ihre Tochter und Ihre Freundin gar nicht gesucht? Was glauben Sie denn? Sobald ich konnte, bin ich nach Köln gefahren und habe sie gesucht. Aber niemand wusste etwas. Sie waren einfach weg. Frau Crossmann ist nach Hamburg gegangen. Sie hat da geheiratet und ihre Tochter wurde von ihrem Ehemann adoptiert. Sie hatten gar keine Chance, Elisabeth zu finden. Aber Lisa hat die Briefe gefunden und wollte ihre Mutter sehen. Das wollten Sie verhindern, war es so, Frau Crossmann? Sie haben Lisa das Schlafmittel gegeben. Ich hatte solche Angst, sie zu verlieren. Ich wollte, dass sie das Treffen mit Agnes verschläft. Haben Sie das eingenommen? Frau Crossmann? Bitte, 21. Hallo, bleiben Sie mal hier nicht einschlafen. Schauen Sie mich an, Frau Crossmann. Wir brauchen den Notarzt in die Apotheke Großneumarkt. Person mit Medikamentenvergiftung ist noch ansprechbar. Ziemlich viel Sedanung genommen. Vielleicht kriegen wir das mit einer Magenspülung wieder hin. Warum? Du hattest diesen Brief geschrieben.
in dem du von deinen Zweifeln an Gott berichtet hast. Ja, da war dieses Erdbeben, die vielen Toten. Meine ganze Arbeit lag plötzlich in Schutt und Asche. Du hast auch geschrieben, dass du nicht weißt, ob du weitermachen sollst. Da habe ich Panik gekriegt. Und dann hast du gedacht, ich nehme die Elisabeth wieder weg. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Lisas Werte sind stabil. Wir wecken sie jetzt auf. Gott sei Dank. Wirklich? Ja. Wirst du ihr alles sagen? Die Apothekerin tut mir irgendwie leid. Naja, man kann es verstehen, aber eigentlich hat sie ja noch nur das Baby geklaut. Über 20 Jahre die Mutter dieses Kindes. Ja, jetzt hat das Kind zwei Mütter. Servus, Wolle. Sie hat die ganze Zeit nach dir geschrien. Hey, Lamus. Danke, Olga. Hallo. Jetzt ist alles wieder gut, ja? Na, nichts ist gut. Da, klar, das gibt einen Abend. Frauen, die stehen da drauf. Die Narben meines Helden. Das ist so ein Ding. Mal auf, morgen kommt er auch mit einer an.